Herzlich willkommen zu diesem Video. In einem anderen Video habe ich dir schon gezeigt, was es so mit der Cornell-Methode auf sich hat. Also du kannst damit unter anderem effektiver lernen, besser mitschreiben, besser notieren während des Unterrichts, während einer Vorlesung, und du kannst auch sehr gut Dinge zusammenfassen, sehr gut Dinge auf den Punkt bringen und bist damit dann erfolgreicher, was das Lernen betrifft. Und dazu benötigt man eben ein entsprechendes Notizformular, einen Zettel oder ein Dokument, wo du eben deine Notizen, deine Mitschrift gut unterbringen kannst. Und ich möchte dir hier in diesem Video zeigen, wie du so ein Formular ganz gut hinbringen kannst mit Hilfe von LibreOffice, LibreOffice Writer oder eben auch OpenOffice Writer. Da gibt es ja gewisse Ähnlichkeiten. Als erstes stelle ich einmal das Seitenformat ein. Ich gehe auf Format, Seite, hierher und stelle dann die Seitenränder ein. Und ich nehme hier dann als Standardwert für mich 1 cm, damit ich eben entsprechend Platz habe dann hier auf der Seite. Dann im oberen Bereich kann ich hier dann das Datum eintragen. Das könnte ich jetzt hier zum Beispiel händisch machen. Oder ich lasse es mir automatisch eintragen, indem ich den Cursor hier reinsetze. Ich mache ein bisschen Platz. Und gehe dann hier auf Einfügen, Feldbefehl und wähle dann hier Datum aus. Habe dann hier das aktuelle Datum. Als nächstes werde ich dann schauen, dass ich mir dann eine Tabelle anlege. Und diese Tabelle könnte ich hier oben dann einfügen. Ich werde mal schauen, dass ich hier zwei Spalten habe. Füge dann ein paar hier ein. Trage hier dann Stichworte ein. Im linken Bereich weißt du ja, dass ich die Stichworte eintrage. Vorher aber noch trage ich hier auf der rechten Seite hier die Notizen ein. Dieser Bereich auf der rechten Seite macht ja 2/3 aus, was die Seitenbreite betrifft. Das heißt, ich brauche entsprechend viel Platz für die Notizen. Und im unteren Bereich trage ich dann später die Zusammenfassung ein. Da gehe ich hierher, rechte Maustaste, Zellen verbinden und trage hier dann dementsprechend dann Zusammenfassung ein. Drücke Enter. Und jetzt habe ich hier natürlich den Bereich der Notizen und der Stichworte und gehe dann hierher. Rechte Maustaste Zellen verbinden, habe dann hier einen Bereich, gehe jetzt hier, rechte Maustaste Zellen verbinden. Das rutscht jetzt herauf, ist aber keine Schwierigkeit, denn ich kann jetzt hier dann meine Notizen anbringen. Das rutscht dann automatisch hinunter, ich habe jetzt hier etwas eingefügt, kann dann hier meine Stichwörter zum Beispiel einfügen und kann dementsprechend weiterarbeiten. Wenn ich drauf komme, dass das mit den Stichworten doch zu eng bemessen ist, was hier sicherlich der Fall ist, dann kann ich hier das Ganze einfach dann nach rechts schieben und habe dann hier dementsprechend dann hier im Stichwortebereich mehr Platz und hier beim Notizenbereich dementsprechend weniger Platz. Ja, so schnell geht es und so schnell kann man hier ein Dokument sich anlegen, mit dem man dann mit Hilfe der Cornell-Methode mitschreiben kann, etwas notieren kann und dann auch etwas zusammenfassen kann. Ich hoffe, dass dir das Video geholfen hat und bis zum nächsten Video.